Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du mit den Microsoft Integration Services mehrere XML-Dateien aus einem Verzeichnis automatisiert in eine SQL-Tabelle importieren kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Zu Beginn möchte ich euch zeigen, welche Dateien in den SQL Server importiert werden sollen. Dazu wechsle ich nun in das Dateiverzeichnis und habe dort exemplarisch mehrere XML-Dateien kopiert und die Struktur dieser XML-Datei sieht folgendermaßen aus. Wie hier zu sehen, ist der Inhalt mehrere Bücher mit einzelnen Metadaten wie der Autor, Titel, Genre, Preis und so weiter. Und all diese XML-Dateien werden wir nun mit einem Datenpaket in den SQL Server laden. Damit wechseln wir nun zu dem Visual Studio Integration Services. Dort erstelle ich ein neues Projekt. Und wähle dort eine Integration Services Project Datei aus und klicke auf Weiter. Nun gebe ich an den Namen dieses Datenpakets XML Import und klicke auf Erstellen. Nun wird das Grundgerüst in Visual Studio erstellt und befinde mich bereits in diesem Datenpaket. Die Vorgehensweise ist nun wie folgt. Und zwar gibt es einen Baustein, mit diesem kann ich ein Verzeichnis angeben und mir alle darin befindlichen Dateien übermitteln lassen. Und das kann ich mit der Komponente forEach Schleifencontainer. Ich wähle diese Komponente aus und kann mit einem Doppelklick oder mit einem Rechtsklick bearbeiten auf die Konfiguration navigieren. Dort gibt es nun im Bereich Sammlung eine Option und zwar die Enumerator. Und zwar kann ich dort angeben, wie dieses Durchsuchen stattfinden soll. Und zwar in meinem Fall möchte ich eine forEach nach der Datei. Das bedeutet, ich möchte über alle vorhandenen Dateien iterieren lassen. Es gibt daneben auch noch mehrere Möglichkeiten, aber für unseren Fall genügt nun diese forEach-Datei. Dann kann ich das entsprechende Verzeichnis angeben. Dazu wechsle ich kurz zurück, kopiere den Pfad, gebe diesen nun hier hinein und als nächstes kann ich nun angeben, nach was genau gesucht werden soll in diesem Verzeichnis. Und das kann ich noch weiter einschränken und zwar soll er nach alle Dateien, die mit der Endung XML enden, durchsuchen. Des Weiteren habe ich noch die Möglichkeit, auch Unterordner zu durchsuchen, wenn ich möchte. In meinem Fall ist dieser nicht vorhanden und bei der Option Dateinamen abrufen möchte ich einen voll qualifizierten Dateinamen. Das bedeutet, ich erhalte den gesamten Pfad plus den Namen der Datei. Gut, nachdem das hier konfiguriert ist, wechsle ich zu den Variablen. Und zwar benötige ich nun die Verspeicherung jeder dieser Datei in einer Variable. Nur damit kann ich dann nun von dieser Variable die XML-Datei in den SQL-Server importieren. Aber zunächst Schritt für Schritt geben wir hier eine neue Variable an und nennen diese Datei. Und somit wird nun bei jeder Iteration in diesem Verzeichnis der voll qualifizierte Dateiname in diese Variable gespeichert.
Wir können uns das einmal ansehen und auch sozusagen einen Zwischenschritt überprüfen. Dazu nehme ich einen Datenfluss-Task und gehe nun im Menü Debuggen und setze einen Haltepunkt. Als nächstes starte ich das Paket und es hält nun sozusagen an diesem ersten Schritt oder an dieser ersten Datei in diesem Verzeichnis an und es gibt ein Fenster, das mir den Inhalt dieser Variable darstellt. Und zwar hier zu sehen, ist nun in der Variable User Doppelpunkt Doppelpunkt Datei der Wert der ersten vorgefundenen Datei in diesem Verzeichnis gespeichert. Wenn ich nun auf Weiter klicke, sehen wir, dass er zur nächsten Datei kommt und so weiter und so fort. Wie wir sehen, werden nun alle Dateien iteriert. Genau das, nach was wir gesucht haben. Ich beende nun diesen Debugging-Modus und gebe auch wieder diesen Haltepunkt heraus. Nun kommen wir zum nächsten Schritt und zwar das Importieren einer XML-Datei aus dieser Variable. Dazu führen wir einen Doppelklick auf den Datenfluss-Task aus, wechseln zur Toolbox und suchen uns die Komponente für das Importieren einer XML-Datei. Und zwar hier unter weitere Quellen habe ich sie nun gefunden, und zwar diese XML-Quelle. Ein Doppelklick darauf öffnet uns ein weiteres Menü und dort kann ich nun folgende Konfiguration angeben, und zwar der Zugriffsmodus. Dort habe ich zur Auswahl den Dateispeicherort, sprich ein Verzeichnis, oder auch XML-Datei aus einer Variable. Genau das möchten wir nun. Und ich wechsle nun zur Variable User-Datei und muss auch das entsprechende XSD-Schema angeben. Das habe ich bereits im Vorfeld durchgeführt. Falls du das noch nicht gemacht haben solltest, kannst du das ganz einfach, indem du das Verzeichnis zunächst auf eine bestimmte XML-Datei festlegst, zum Beispiel diese hier, und dann auf XSD Code generieren klicke, und damit wird nun das Verzeichnis für dieses Schema gespeichert. Das habe ich, wie gesagt, bereits durchgeführt und kann nun wiederum auf die Variable wechseln und den Speicherort für die XSD kann ich ebenfalls verlinken. Somit findet nun diese Komponente die entsprechende Datei. Wenn ich dann nun auf den Spalten klicke, erhalte ich nun einen Hinweis und bestätige das mit OK. Und wir sehen, dass diese Komponente bereits den Inhalt aufbereitet hat und können damit bereits zum nächsten Schritt übergehen. Und zwar sehen wir aber noch, dass es hier ein X einen Fehler anzeigt, und zwar sagt es, the property on the XML Quelle was empty. Das ist so, dass während der Entwurfszeit hier in der Entwicklung noch die Variable, wie sie hier definiert ist, leer ist. Das können wir aber leicht beheben, indem wir mit Selektion auf die Eigenschaften wechseln und dort auf Validate External Metadata auf False setzen. Diese gibt an, ob es bereits zur Entwurfszeit die Variable überprüft werden soll. Und das muss es in unserem Fall noch nicht, sondern nur zur Laufzeit. Gut, als nächstes setzen wir nun das entsprechende Ziel.
Dazu gebe ich nun das Ziel an OLEDB und kann nun diese entsprechend verlinken. Ich muss noch eine Datenbankverbindung angeben. Benenne diese noch um auf DB. Ein Doppelklick auf diese Komponente lässt uns nun das entsprechende Ziel erstellen. Und zwar kann ich das in diesem Fall, indem ich eine neue Tabelle erstelle, auf Basis dieser XML-Datei. Ich nenne diese Box. Und in diesem Fall habe ich bereits diese vorhanden und kann somit auf Abbrechen gehen und diese hier einfach auswählen. Nachdem ich das nun gemacht habe, kann ich nun entsprechend auch die Spalten zuordnen und mit OK bestätigen. Somit haben wir nun die wichtigsten Komponenten miteinander konfiguriert und versuche nun einen ersten Start für das Importieren aller dieser Dateien in diesem Verzeichnis. Soweit so gut, es wurden alle Dateien importiert, machen wir einen Blick auf die entsprechende SQL-Tabelle. Ein Blick auf die entsprechende Tabelle, wie hier zu sehen, t_books. Wenn ich nun die Abfrage ausführe, sehen wir nun, dass der Dateninhalt aller dieser Dateien entsprechend geladen worden ist. Nun könnte ich noch einen draufsetzen und sagen, ich möchte nun die entsprechende Datei in dieser Tabelle mitführen. Sozusagen eine zusätzliche Spalte, die mir die Datei mit angibt, damit ich sozusagen den Dateninhalt einer Datei zuordnen kann. Dazu kann ich im Datenfluss-Task diese Verbindung unterbrechen und eine neue Komponente hinzufügen, und zwar abgeleitete Spalte. Diese verbinden wir und in dieser abgeleiteten Spalte kann ich dann nun eine neue Spalte hinzufügen. Wir nennen diese mit Dateipfad. Im Ausdruck gebe ich die Variable an und muss noch mit einem Rechtsklick auf erweiterten Editor navigieren und dort bei der Eingabe der abgeleiteten Spalte Korrektur bei Ausgabe der abgeleiteten Spalte unter Dateipfad noch die Länge angeben. Diese beschränke ich auf 250 und dementsprechend muss ich auch in der Tabelle diese Spalte ergänzen, und zwar nenne ich diese FilePath und verwende ein Varchar-Feld. Zu guter Letzt entferne ich den Inhalt dieser Datei, dieser Tabelle und verbinde nun diese Komponenten miteinander und muss nun unter den Zuordnungen die Spalte FilePath mit dem Dateipfad verbinden. Ich speichere diese und starte einen weiteren Versuch. Auch hier
haben wir wieder einen Erfolg und überprüfen diesen mit einer zusätzlichen Abfrage auf diese Tabelle. Ein Blick darauf lässt uns erkennen, dass nun der File Path, diese Spalte, inkludiert ist, und somit können wir auch den einzelnen Datensatz zu der importierten Datei zuordnen. Wie ihr seht, könnt ihr damit mehrere XML-Dateien in einem Verzeichnis in den SQL Server laden. Ich habe euch dieses Projekt auch als ZIP-Datei unter diesem Video bereitgestellt. Ihr könnt diese gerne verwenden, natürlich auch editieren, und wünsche euch natürlich viel Erfolg damit und würde ich mich freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin alles Gute und ganz viel Erfolg.